So, jetzt heute zum 20-Jährigen von GTA San Andreas. Mal eine kleine Sache, wie ich zu GTA gekommen bin. Und zwar war das ja kurz nach Release von diesem Game hier. Da war ich dann bei jemandem, der hatte das direkt. Und ich kannte das vorher gar nicht. Also die Vorgänger, die habe ich nie irgendwie gezockt oder so, weil ich auch keine PS2 hatte zu dem Zeitpunkt. Und ja. Das hat mich so überzeugt und dann gegen Ende des Jahres 2024 habe ich dann auch eine PS2 bekommen. Und dann dieses Game hier. Ja, und nachdem ich das dann durch hatte, kam dann alles nach und nach. Ne? Ich meine, warte mal. So, ich meine, jetzt sogar 20 Jahre später habe ich die Karte bzw. das Poster hier an der Tür hängen. Das ist in einem noch relativ guten Zustand. Kurz nachdem ich, wie gesagt, das hier durch hatte, dann habe ich dann die beiden hier, die Vorgänger, ja, zusammen gekauft. Die gab es damals, so wie ihr die jetzt hier seht, zusammen. Und ja, dann kam alles nach und an, nacheinander. Klar, dann kam dann ja irgendwann Liberty City Stories, Vice City Stories, dann ja Teil 4, also GTA 4. Und dann ja das Aktuellste, ne? GTA 5. Leider muss ich dazu sagen, GTA 1 und 2 habe ich nicht. Ich kenne die zwei, weil ich die auch bei anderen Leuten damals gezockt hatte. Aber muss ich mal gucken, ob ich die noch irgendwie mir irgendwo ja, besorge. Ich hatte mal geguckt, aber ja, bisher leider noch nicht wirklich was gefunden. Und ja, das war die kurze und knappe Story, wie ich auf die GTA-Reihe gekommen bin. Also ist quasi der Teil für mich, wie man so schön sagt, der Ursprung. Und wie ich ja schon in dem anderen Video gesagt hatte, ich finde auch heute noch, dass der Teil hier der beste ist, meiner Meinung nach. Andere, wie gesagt, sehen das anders, aber na gut.